Hallo Kinder, wie schön, dass ihr heute Morgen auch wieder beim Kindergottesdienst dabei seid. Ich weiß, ihr sitzt jetzt sicher zu Hause, ihr wartet schon ganz gespannt, was gibt es denn heute für eine Geschichte? Und heute ist es eine Geschichte von einem Mann, den ich ganz besonders mag in der Bibel. Und zwar ist das König David. Aber heute geht es noch nicht darum, zu der Zeit, als er später König wurde. Er wurde ein ganz bekannter und großer König bei den Israeliten, sondern heute geht es um die Zeit, als er noch ein Junge war. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Erstmal zünden wir unsere Kerze an. Ihr seht, ich habe heute eine ganz andere Kerze. Aber es kommt ja nicht auf die Kerze an, sondern es kommt darauf an, dass wir verstehen, was wir damit meinen. Wir wollen sagen, Jesus ist bei uns. Er ist unser Licht, er ist unser Weg und er will uns in seiner Hand halten. Und das zeigt die Kerze. Und ich möchte mit euch beten. Jesus, danke, dass du auch heute Morgen hier beim Kindergottesdienst dabei bist. Danke, Jesus, dass du uns helfen willst, dein Wort in der Bibel besser zu verstehen. Danke, dass du jedes Kind lieb hast. Und danke, Herr Jesus, dass du auch die Eltern lieb hast. Amen. Ich stelle mal die Kerze wieder ein Stückchen hinter mein Erzählbrett, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. So, also ihr habt schon gehört, heute geht es um David, der später ein ganz großer, mächtiger König in Israel wurde. Aber zunächst mal war er ein kleiner Junge. Er war der Jüngste von all seinen Geschwistern. Und deshalb kam oft sein Vater, Isai, zu ihm und sagte, David, du weißt, ich habe viele, viele Schafe. Und diese Schafe sind dort draußen in der Natur, die grasen dort, die verstecken sich in den Büschen. Und du musst wirklich hingehen und auf sie aufpassen. Du weißt, dort ist auch Wasser, du kannst dort auch übernachten und das ist in Ordnung. Ich weiß, du hast keine Angst, aber die Schafe brauchen einen Hirten und deshalb geh du bitte hin und pass auf meine Schafe auf. David sagte, klar, Papa, mache ich. Und wir wissen es nicht, es steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch einen Hund mitnahm. Der Hund, den er mitnahm, das war auch damals schon üblich, dass ein Hund beim Schafehüten half. Der Vater hatte viele Schafe und David hatte auch eine Menge dort zu tun. Er musste gucken, dass die zum Wasser kamen rechtzeitig. Er musste gucken, dass die Schafe auch wirklich genug Gras fanden. Alles das hatte er zu tun. Manchmal machte er, denke ich, auch Musik da draußen, aber immer wieder guckte er, wie geht es den Schafen. Er selber hatte auch dort zu trinken, er spielte wahrscheinlich auch mit dem Hund und er guckte ständig, was die Schafe machten. Aber David war zum Glück ein echt mutiger Junge. Wir wissen nicht, wie alt er genau war, als dieses Schafehüten sein Job war. Vielleicht war er Teenager, also ich vermute mal, dass er vielleicht 13, 14 Jahre alt gewesen ist, aber das sagt die Bibel nicht. Wir wissen nur, und das erzählt er selber in der Bibel später, dass manchmal auch gefährliche Tiere dort kamen. Und zwar Tiere, die die Schafe fressen wollten. Ein Bär kam zum Beispiel. Und wenn so ein Bär kam und auskundschaftete, wo die Schafe waren, dann tat er das nicht, weil er daran Spaß hatte, sondern er tat es deshalb, weil er die Schafe fressen wollte. Aber David, der haute nicht etwa ab oder der hatte Angst. Nein, David, der rannte hinter dem Bär her, steht in der Bibel, und schnappte sich das Schaf, das der Bär fressen wollte. Vielleicht hatte er so eine Art kleines Schwert dabei. Auf jeden Fall schlug er den Bären und war so mutig, dass er hinterherlief, dass dieser Bär abhaute und kein Schaf fressen konnte. Aber die Bären waren nicht die einzigen gefährlichen Tiere, die kamen. Manchmal kamen auch
Löwen und ich vermute, dass es eine Art Berglöwe war, der kam und auch diese wollten die Schafe fressen. Für solche Tiere ist so ein Schaf ein Leckerbissen. Aber auch da lief David nicht weg, sondern er rannte, vielleicht mit seinem Schwert, hinterher und piekste und schlug diesen Berglöwen so lange, bis der das Weite suchte. Und in der Bibel steht, wenn der Berglöwe sich umdrehte und David angreifen wollte, dann erschlug er ihn sogar. So mutig und tapfer war David. So verlebte David seine Jugend. Noch wusste er nicht, dass er später einmal ein großer König werden sollte. David hatte keine Ahnung davon. Er lebte draußen in der Natur, passte auf die Schafe auf und wurde ganz mutig. Und wisst ihr, weshalb ich das so toll finde? Gott wusste, dass er schon einmal König werden würde, der David. Und Gott bereitete ihn dort beim Schafehüten auf diese große Aufgabe vor. Er wurde dort mutig, er musste aufpassen, alles Eigenschaften, die er auch später brauchte. Und das finde ich deshalb so klasse an dieser Geschichte. Und das nächste Mal erzähle ich euch dann, wie er zum König gewählt wurde. Aber heute Nachmittag für euch, vielleicht malt ihr mal ein Bild, wie David hinter einem Bären hinterherläuft, wie er dem Bären das Schaf entreißt oder ihr knetet das mal mit Knete. Ich glaube, dass euch das viel Spaß machen wird. So, und für heute sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.